Jo Leute, was geht? Willkommen zu den ersten Szenen, den ersten, ich glaube Spielszenen nicht, aber den ersten Szenen aus Dragon's Dogma 2. Ich habe noch gar nichts reingeguckt, aber der Chat hat mich quasi angefleht reinzuschauen, weil der Charaktereditor von Dragon's Dogma 2 so unfassbar gut sein soll, dass der alleine ein Video wert ist. Ich bin eigentlich nie so der Typ, der krass seine Charakter modelliert oder da viel Zeit reinsteckt. Ich bin den normalen Standard-Charakter und Abfahrt. Aber der soll so krass gut sein, dass ich jetzt auch ein wenig gespannt bin. Ja, wir haben Hauptvasall und wir haben Avector. Der Avector ist der Charakter, den du während des Spiels steuerst. Dein Hauptvasall ist ein loyaler Gefährte, der dich auf dem gesamten Abenteuer begleiten wird. Okay. Der Avector wird ich sein und der Vasall, ja, wird was anderes sein. Wechseln. Ich bin so schwer, ne? Ihr müsst mir jetzt so helfen, dass ich bin, was das angeht, übel schlecht, was so künstlerisch und Gestaltung und sowas angeht. Nächste Seite. Ach, hier gibt's noch mehr Seiten. Okay. Ihr müsst mir helfen. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr sagt, der passt, dann nehmen wir den. Gewisse Ähnlichkeit ist da, ne? Ihr habt natürlich den Bart, müsst ihr euch wegdenken und dann hier so ein schönes Doppelkinn. Schön die Tränensäcke. Na, da sehe ich mich in ein paar Jahren. Ich würde erstmal das Gesicht fertig machen wollen. Wir machen erstmal die Frisuren, weil wenn die Frisuren erstmal fertig sind, dann kann man sich viel besser was drunter vorstellen. Und die Geheimratsecken und so brauchen wir ja. Wir nehmen erstmal die Basisfrisur, dann haben wir schon mal einiges gewonnen. Kommen ein paar Locken raus. Wir nehmen einfach den. Der passt doch am besten. Dann machen wir später schön Geheimratsecken rein. Passt nicht perfekt, aber das geht schon. Bart brauche ich gar nicht lange gucken, weil an der Seite kurz, unten länger und spitz zulaufen. Der ist meiner Meinung nach zu kurz. Obwohl, den könnte man nehmen. Weil der passt gar nicht. Der ist viel zu buschig hier hinten. Das habe ich ja nicht. Seht ihr? Nehmen wir den. Glanzhaut? Nee. Lol. Sollen wir Glanzhaut nehmen? So richtig auf Sweaty? Oh, das können wir später bei einer Dame machen. So. Ich finde mit der Haut ist zu dunkel eigentlich, aber. Und für euch ist es auch ein bisschen gelblich, bei mir aber nicht. Ich bin mit der Haut aber fein. Die Haut passt. Was ich gerne machen würde, sind die Geheimratsecken. Kann man das machen oder kann man das nicht machen? Und Stirn und so. Das passt schon besser mit der Nase, ne? Das habe ich gut hingekriegt. Nicht perfekt. Und ich habe hier auch noch so einen ganz kleinen, eine ganz kleine Dickung. Aber da sehe ich, da. Nasenrücken und Wölbung oben. Bisschen habe ich. Ganz kleines bisschen. Ey, Nase habe ich gut hingekriegt. Sei ehrlich. Nase tipptopp hingekriegt. Sei ehrlich, Nase übel gut hingekriegt. Körperbehaarung, Frisur. Da müssen wir nochmal ran, Leute. Farbansatz, Farbverlauf, Position, Glanz. Da bin ich nicht mehr zufrieden, bin ich early. Da bin ich nicht mehr zufrieden. Dass wir keine Geheimratsecken reinkriegen, so richtig. Gibt's hier keinen Vegeta, Alter? Also der so ein bisschen, ne? Wenn ich Haare offen hab. Schade, dass das nicht geht, ne? Ja, kommt hin. Kommt hin, ne? So ungefähr. Ist natürlich nicht perfekt. Ja, nicht ganz, aber besser als vorher. Ja, safe. Körperhaltung. Das ist es, Leute. Das ist es. Das ist es. So sehe ich mich. Ich bin nicht 100% zufrieden, aber für meine Leistung, ey, super. Bin ich zufrieden. Vor allem die Nase habe ich so gut getroffen. Alter Schwede. Also natürlich bei weitem nicht perfekt, aber dies müsste noch ein bisschen länger sein. Aber für von vorne finde ich die super. Ah, genau, hier kann man schon die Klassen sehen. Kämpfer. Kämpfer stellen sich ihren Feinden im Nahkampf mit Schwert und Schild. Ihre mächtigen Hiebe und Gegenangriffe streckten Feinde mit Leichtigkeit nieder. Laufbahn kann aber später auch geändert werden. Bogenschütze finde ich cool. Ich werde einen Bogenschützen mit Magier nehmen. Oder Dieb ist auch cool, aber nee, ich nehme den Bogenschützen, da sehe ich mich. So, jetzt kommt der Vasall. 30 Minuten für den Hauptcharakter, um mich selber zu erstellen. Jetzt können wir ja natürlich von selber erstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nichts von den Presets gefällt mir. Aber ich will mich auch nicht zu lange damit aufhalten. Da, also das verstehe ich aber nicht so ganz. Ich habe doch Preset eine Frau. Wieso sind die ganzen Mannequins alles Männer? Auch bei den Frauenfrisuren. Das verstehe ich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also hier ist wirklich auch Qual der Wahl, weil die sehen alle schweinegut aus. Die Haare. Also da haben sie sich wirklich. Alter, das sieht echt cool aus. So nur komplett modelmäßig. Da sieht der eins besser aus als das andere. What the fuck? Die sehen alle so heftig aus.
da haben sie, also das ist ein richtig cooler Charaktereditor. Hilfe! Wie soll man sich denn da? Das sieht alles super aus. Ist halt Vogue. Sieht alles übel gut aus. Ist halt Vogue, meinst du deswegen? Ist finde ich eigentlich super. Ich finde das Gesicht super. Habe ich perfekt ausgewählt. Da würde ich auch nichts dran ändern. Gibt es sowas wie Schmuck? Das wäre noch spannend. Haut finde ich auch super. Also vom Start weg finde ich, ihr seht das nicht perfekt, ne? Aber ihr, für euch ist es auch wieder ein bisschen dunkler und gelber. Aber ich finde, es sieht richtig gut aus. Der Preset hier. Die Broly-Frisur ist die beste. Da kann man natürlich auch coole Sachen machen, ne? Das stimmt. So, Körpergröße 1,60 finde ich gut. Rumpflänge finde ich gut. Muskelstil finde ich gut. Muskelkraft finde ich alles super. Also ich würde hier fast nichts ändern. Das finde ich alles super. Kopf finde ich auch super. Oberkörper. Schulter. So, was geht bei Brustdicke? Das rein aus Informativen. Das ist natürlich ganz komisch. Dann machen wir mal Standard. Und Brustgröße. Das ist natürlich der feuchte Traum von vielen. Brustform geht auch. What the fuck? Ja gut, da werden sich natürlich viele Leute viel austoben können. Du kannst ja übel viel. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du so viel daran anpassen kannst. Okay. Armlänge, Armgröße, Oberarm. War nicht irgendwas mit Po? Ah ja, Unterkörper. Taille. Du kannst natürlich auch übelst die Elfe mäßig machen, was so gar nicht natürlich ist, ne? War eh beim Mann jetzt auch noch nicht so krass. Sieht auch echt eher komisch aus, wie so Implantate. Beingröße, Schenkel, Waden. Aber da kann man natürlich echt coole Sachen machen. Körperhaltung. Ich finde, jetzt wo ich so sehe, der Oberkörper war wie zu breit. Ein sehr, also von allen Charaktereditoren, die ich bisher gesehen habe, gerade was die Poren und Echtheit angeht, läuft zum Maskulin, ja. Alles, was die Echtheit angeht, echt krass gut gemacht. Guck mal, wie die Augen glänzen und so. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Du siehst einzelne Haare. Das ist schon crazy, crazy gut. Wir nehmen jetzt noch Laufbahn auch nochmal. Magier, Wesen. Gutherzig, besonnen, schlicht, geradlinig, unverblümt und impulsiv, ein Vasall, der sich nach Regeln hält, genießt, sich nicht an Regeln hält, genießt Nervenkitzel und greift wilde Feinde mit waghalsigen Angriffen an. Neugierig und abenteuerlustig, Vasallen von der ehrlichsten Art, liebt das Erforschen und Sammeln von Gegenständen und mag die Herausforderung. Rational, strategisch, Vasallen, die Vorsicht walten lassen, bevorzugt Verteidigung und Ausweichen und nutzt geschickte Taktiken zum Überleben. Loyal und hingebungsvoll, die gehorsamste Art von Vasall legt den Schwerpunkt auf Unterstützung und Hilfe Verbündeten in der Not. Das nehme ich gutherzig. Bin zufrieden. Jetzt sind wir, das war der Charaktereditor von Dragon's Dogma. Könnt ihr jetzt schon runterladen und schon mit rumspielen. Man kann richtig viel mit rumspielen und euren Charakter schon erstellen, damit wir direkt am 21. bzw. am 22., wenn Release ist, direkt reinstarten könnt. Würde mich wie immer über ein Follow freuen, über ein Like, wenn ihr nichts verpassen wollt. Dragon's Dogma wird es ab dem 22. Jahr auf dem Kanal geben, werde ich euch vorstellen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ein Follow da lassen. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.